Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu V-Rising. Wir haben gerade ein sehr großes Problem. Wir stehen momentan komplett am... Weil der aktuelle Boss ist nicht zu besiegen. Aktuell zumindest. Geht einfach nicht. Keine Chance. Doch der nächste ist... vermutlich nicht zu besiegen, fürchte ich. Ich meine, ich kenne ihn. Und weiß, der ist richtig, richtig heftig. Ich glaube nicht, dass wir den besiegen werden. Mit unserer aktuellen Ausrüstung. Sogar sehr sicher, dass wir da keine Chance haben werden. Das Problem ist nur, wir können nur maximal 2 Level noch bekommen. Wie wird's denn? Ein, ja, oh ja, doch, 2 Level. 2 Level, wenn wir... Warte mal, hä? Achso, wir haben kein Level bekommen, weil er zu schwach ist, deswegen. Maximal 2 Level, 1 durch Barbar und 1 durch ein besseres Rüstungsteil hier. Mehr geht nicht mehr. Das, dann stehen wir an. Und das ist halt richtig bitter. Das ist richtig schlimm jetzt. Ich weiß nämlich nicht, wie wir dann weitermachen werden. Weil wir werden dann nämlich... unter Umständen nicht mehr weiter können. Eine Axt. Okay, das ist kompletter Schrott. Nichts zu holen. Also momentan ist halt unsere einzige Chance zu hoffen, dass wir Forschung bekommen. Sonst stehen wir an. Kommen wir nicht weiter. Silbercoin. Es ist halt auch echt fies, dass man die Papierpresse erst irgendwo sehr spät bekommt. Wo man sie dann eigentlich fast nicht mehr braucht. Zwölf Papier ist halt einfach gar nichts. Was haben wir hier oben? Oh, ein Lager. Hat eine Reichweite mit dem scheiß Angriff. Hey, 3 Papier, nochmal 3 Papier. Okay, schon besser. Dann können wir ja bald was auch richtig Gutes anfangen. Kriegen wir da bald eine einzige Forschung und können hoffen, dass es die Waffe kriegt. Hey,
21, das ist vielleicht fast für eine halbe Forschung. Ich weiß nicht, wie viel wir haben, aber das ist sicher nicht viel. Das ist auch nur herumlaufen, ne? Und wieder drei Papiere. Leider auch Silber. An. Aber scheinbar. Ja, müssen wir halt so zu Fuß gehen. Und hoffen, dass wir mit 25 Papier das reißen können. Ich bezweifle aber, dass wir 25 zu Hause haben. Das heißt, wir schaffen es wahrscheinlich noch nicht mal eine Forschung zu haben. Noch nicht mal eine. Nehmen wir Schaden. Hey, da ist ein Buch. Brew of Ferocity. Naja. Haben wir das nicht schon? Dann können wir das zumindest zerlegen und kriegen wieder ein bisschen was raus. 10 Papier kriegen wir raus. Wow. Und so helfen uns halt leider auch nicht so viel weiter. Ich meine, ja, mit solchen Sachen können wir auch noch ein bisschen stärker werden, aber habe ich schon ausprobiert. Hat meiner Meinung nach nicht viel gebracht. Nicht wirklich Unterschied gemacht. Und Tag ist auch noch perfekt. Nützliches Nein. Ja, 20. Das hätten wir hier noch nirgendwo Silbermünzen gelagert. Gut, du kannst mal hier rein. Oh, da kriegen wir es. Oh, 12 Münzen kriegen wir da raus. Okay, also dafür lohnt sich schon. Jetzt nehmen wir halt richtig Schaden. Papier. Oh, wir haben 53. Okay, wir hatten 53. Interessant. Und das hatten wir noch nicht. Und wir haben noch einen Ring bekommen. Ability Cooldown, minus 10% und mehr Sun Resistance. Das könnte sich sogar lohnen. Das klingt dabei noch als nach dem besten Ring. Ganz ehrlich. Also der Rest geht hier nirgendwo rein. So. Dann haben wir
halt wieder nichts. Ne? Jetzt haben wir drei Papier. Und wir haben die Rüstung nicht bekommen, die wir bräuchten. Wir arbeiten schon am letzten Holz. Haben wir. Aber das war... den haben wir nicht. Doch, den haben wir. Den haben wir sogar. Gut. Sehr gut. Besser ist. Und wir haben mal wieder keinen Platz. Hm? Alchemietisch. Stimmt, den müssen wir auch mal bauen. Immerhin kriegen wir ein bisschen was raus. So, sagt die Zeit. Haben wir noch. Okay. Alchemie, wo bauen wir das hin? Alchemie muss gar nicht groß sein, das könnte man hier reinbauen vielleicht. Wobei, ich glaube nicht, dass ich das hier herinnen haben will. Muss mal wieder ein bisschen ausbauen da unten. Hier haben wir einen großen Workshop. Noch, okay. Ja, damit kann man einen Weg außen bauen. So. Dafür brauchen wir aber Schwefel. Den oder den? Machen wir den. Bauen helfen? Wahrscheinlich.
22. Von denen bekommt man Samen. Hey, okay. Ich habe mich schon mal gefragt, wo kriegt man diese ganzen Samen? Ja. Immer her. Das ist so selten, aber von Ents bekommt man die scheinbar. Scheinbar recht oft. Zu wissen. Hilft uns nicht. Zu Ende. Du kommst hier mit. Das kann gleich mal hier bleiben für später. Es gibt dann diese Rezepte noch. Essenz, aber wir bräuchten dafür natürlich noch mehr Schwefel, was wir nicht haben. Der hat alles verbraucht, wow. Nee, nicht. So, du gehörst auch da runter zur Alchemie. Dann können wir dort auch unseren Garten gleich bauen. So. Hinaus. Jetzt brauchen wir jetzt wieder Stein und Blutessenz. Blutessenz haben wir, jetzt brauchen wir noch irgendwie Stein. Thank you.
langsam. Gut, das hätten wir dann mal. Eine Tür. Nein, das kommt da ran, so. Das kommt da hinein. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.